So, okay, dann begrüße ich Sie also zu der 16. Vorlesung in Peer-to-Peer-Netzen. Und heute schauen wir uns an, gestern sind wir mit dem Punkt durchgekommen, nicht gestern, bei der letzten Vorlesung sind wir mit dem Punkt durchgekommen, welche Speicherverfahren es für in Peer-to-Peer-Netzen es gibt. Da gab es ja diese drei Dimensionen. Auf der einen Dimension entweder die Reihenreplikation oder Erasure-Codes. Auf der anderen Dimensionen, wo die individuellen Blöcke oder Replikationseinheiten gespeichert werden sollen. Und auf der dritten Ebene gab es die Einteilung nach den Möglichkeiten zu überprüfen, ob ein Datensatz noch da ist oder ob noch genügend Datensätze da sind. Da kann ich auch noch, da springe ich noch mal kurz rein. Spannend ist es dann gewesen, wir sind da ja ins Detail gegangen, zu den verschiedenen Möglichkeiten, dem Eager Maintenance. Das heißt, wo jeder Knoten einfach, wo der zuständige Knoten periodisch immer alle überprüft und alle austauscht, die fehlen. Etwas leichter bzw. weniger arbeitsintensiv ist es, wenn man nicht jedes Mal sofort austauscht, sondern erstmal, den Knoten auch eine Zeit gibt, wiederzukommen und das ist dann so umgesetzt, dass erst ein Schwellwert erreicht werden soll, bis zu dem, wie viele Blöcke eben verschwunden sein dürfen. Und erst dann wird schwallartig, werden alle fehlenden Blöcke ersetzt. Und das hat den Vorteil, dass eben die Zeit zwischen den Ersetzungen recht lang sein kann und der Knoten wieder auf online kommen kann und das wieder anbieten kann. Es hat aber dieses Peaky-Behavior, das heißt immer zu bestimmten Zeiten, wenn eben der Schwellwert verletzt wird, gibt es einen großen Kopiervorgang. Und der dritte Ansatz war dann dieses Randomized Lazy, wo man auf dem Weg, wo man sich gar nicht das Ziel setzt, alle Blöcke zu prüfen, sondern man möchte nur so viele Blöcke prüfen, dass eben ein Mindestschwellwert an Blöcken gefunden wird. Und alle Blöcke, die man auf dem Weg findet, die werden dann, also die als offline gemeldet werden, die werden dann ersetzt. Das heißt, wenn ich nur 100 Blöcke erfolgreich finden muss aus 500, dann habe ich vielleicht 20 Offline-Blöcke dabei, das heißt, in Summe habe ich dann 120 geprüft und die 20, die offline waren, werde ich ersetzen, aber die restlichen 380 eben nicht. Okay, und dann haben wir uns dann verschiedene Verfahren angesehen, wie das Cooperative File System, das in der Grundidee mit diesen Pointern gearbeitet hat. Und jeder dieser, es gab die Datenblöcke, die über den Hash gekennzeichnet waren. Das heißt, das lässt sich sehr leicht verifizieren, dass der Inhalt, wenn man den hasht, einfach die ID des Blockes ergeben muss. Und dasselbe gilt auch für diese Files, die eben auf die verschiedenen Blöcke zeigen. Dasselbe gilt für die Verzeichnisse, die auf die verschiedenen Dateien verweisen. Und jedes Mal, wenn ich so einen Block habe, so einen Data-Block, und ich den hashe, den Gesamtinhalt, muss es diese ID ergeben, unter dem es gespeichert wird. Das ist ganz gut. Der einzige Block, der nicht durch seinen Inhalt definiert ist, ist der Root-Block, der unter einem bestimmten Key gespeichert ist und der aber signiert ist und daher die Authentizität nachgewiesen ist. Dann hatten wir noch kennengelernt Ivy, das mit diesen Logs arbeitet, das immer die Änderung zu der vorherigen Version beschreibt und jeder seine individuelle Sicht erzeugen kann. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt mehrere Schreibberechtigte im Netzwerk haben, die sich die Blöcke zum Teil teilen. Und sich aus diesen verschiedenen Blöcken, aus diesen verschiedenen Logs sich ihre Sicht erzeugen können. Hier ist aber auch der Nachteil, dass das Merging von den Nutzern durchgeführt werden muss und das nicht immer ganz trivial ist. Und der letzte Ansatz, den wir uns angeschaut haben, war Ocean Store. Da springe ich mal zu dieser Grafik mit den, ach nee, da gibt es die Grafik nicht. Mit dieser Unterteilung in die zwei Schichten, einmal die. Nee, ich beginne anders. Es gibt zwei Arten der Speicherung. Einmal für sehr langlebige. Moment, wo habe ich das? Ich springe dann doch hierher. Also wir haben zwei Arten von Speichermöglichkeiten. Entweder die Archivierung, das heißt, wo man mit Erasure-Codes sehr langlebig, aber ohne die Möglichkeit, die zu ändern, speichern kann. Und da hat man die änderbaren Objekte, die komplett repliziert werden.
Die Änderung wird dann so angestoßen, dass die Knoten Teil des gesamten Netzes sind. Ja. Und wenn Sie jetzt eine Änderung vollziehen, dann schicken Sie die Änderung erstmal an dieses Primary Tier mit den vertrauenswürdigen Knoten, bei denen ein Drittel bösartig sein darf. Das wird über die byzantinischen Protokolle dennoch gelöst, dass Sie sich einigen können. Und gleichzeitig wird die Änderung an das große Netzwerk geschickt zur Replikation. Und erst wenn diese vertrauenswürdige Gruppe bestätigt, ja, die Änderung ist valide, dann wird das hier mit cleveren Multicast-Verfahren an alle Replikationsknoten ausgeteilt und quasi bestätigt. Das heißt, hier ist das Spannende, dass man unterteilt wirklich in langfristige Speicherung, kurzfristige Speicherung. Und die Entscheidung, dass etwas gespeichert werden darf, wird eben an diese Vertrauensgruppe weiter delegiert. Das war die ganz kurze Zusammenfassung zu dem Speicherverfahren, das wir das letzte Mal hatten. Und heute schauen wir uns ein Thema an, das hatte ich eben kurz angerissen, essentiell auch in der Zukunft sein wird. Und zwar immer, wenn man große hochskalierende Netzwerke hat, ja, die haben 1 Million Knoten, die interagieren dezentral und durch ihre Interaktion entsteht irgendeine Funktionalität, ja. Ob es Speicherung ist oder Streaming oder was auch immer Sie für einen Dienst haben oder Lookup oder egal. Die Frage wird immer sein, wie gut ist das Netzwerk, wie groß ist das Netzwerk, wie ist die Performance, was kann man noch verbessern, was läuft schief. Das heißt, wir müssen die Qualität des Netzwerks monitoren. Und monitoren bedeutet jetzt nicht, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das eigentlich bedeutet. Was ist die Qualität erstmal in Definition? Also was wollen wir beobachten? Das ist das Verhalten des gesamten Systems. Also hier geht es nicht um das Verhalten von einzelnen Knoten. Also wenn Sie Monitoring und Peer-to-Peer in Google eingeben, dann kommen da meist so Beispiele, wie einzelne Nutzer überwacht werden, dass sie, ob sie was runtergeladen haben oder nicht. Das ist hier nicht die Frage, sondern wir wollen irgendwelche quantifizierbaren Parameter erheben, wie zum Beispiel Anzahl der Knoten, durchschnittliche Antwortzeiten, durchschnittliche Nachrichtengenerations-, also Message Generation Frequenz oder genutzte Bandbreite, solche quantifizierbaren Parameter. Das wollen wir eben über das gesamte Netzwerk erheben. Und da gibt es verschiedene Anwendungsfälle, welche Informationen man benötigt. Entweder beginnen wir mal irgendwie in der Mitte. Achso, warum ist es wichtig? Warum wollen wir diese Qualität messen? Weil es irgendwie trivialerweise nicht so ist, dass wir einmal, wie in zentralisierten Systemen, vielleicht einmal die Konfiguration einstellen. Ja, wir wählen irgendwelche Apache-Einstellungen und dann haben wir eine Qualität, wie wir sie erwarten, sondern die Qualität, die wir messen, hängt von vielen Aspekten ab. Entweder wozu das, sagen wir mal, wir haben ein Overlay, ja, wir haben jetzt Kademlia oder Pastry, und das wird jetzt vielleicht für Speicher verwendet. Da gibt es eine Art von Anfragemustern. Ja. Wenn wir das jetzt aber für sowas wie nutzerbasierte Dienste verwenden würden, so ein soziales Netzwerk, hätten wir ein anderes Anfragemuster. Also man sucht seltener Leute, Personen, gezielt als man Daten sucht. Bei dem ersten hat man viel Workload, bei dem anderen weniger Workload, beim zweiten ist es vielleicht gezielter, also immer dieselben, beim ersten ist es vielleicht breiter. Also die Arbeitslast, wie das Overlay genutzt wird, unterscheidet sich. Auch das Netzwerk unterscheidet sich. Es gibt mehr Knoten, weniger Knoten. Wir gehen rein und raus. Wie häufig die rein und raus gehen, macht auch einen Unterschied, wie gut das Netzwerk funktioniert. Und auch die Knoten unterscheiden sich, wie gut sie vernetzt sind, was sie beitragen. Das heißt, wir haben ein sehr dynamisches System. Wir wissen gar nicht, wenn wir ein Overlay erzeugen oder irgendeinen Mechanismus, wie wird es denn in der freien Wildbahn sich entwickeln? Und daher braucht man so ein Monitoring, was eben Informationen zu dem Verhalten des Mechanismus, des Overlays in der freien Wildbahn sammelt. Genau, was sind die Beispiele? Erstmal hat man hier zu unterscheiden zwischen welche Arten von Informationen man hat und wie man sie darstellt. Wie man sie darstellt, das ist oft so in statistischer Repräsentation, also Minimum, Maximum, Durchschnitt, Summe, Standardabweichung. Man kann, Median ist schwerer, aber solche statistischen Aspekte. Und dann die Inhalte, also welche Werte, und das ist vielleicht die Knotenanzahl, aktuelle, also oder wie lange ist der Knoten online, welchen Hopcount haben wir, wie viel Bandbreite verbrauchen wir, wie ist die
der freie Speicher. Und das sind alles dynamische Werte, die sich über die Zeit ändern. Und jeder Knoten hat einen Wert. Also wenn man das mal abstrahiert von der Bedeutung der Werte, ist ja ein Hopcount eine Zahl, also vielleicht 6. Ein Memory ist vielleicht in Megabyte ausgedrückt, vielleicht 600. Das sind unterschiedliche Zahlen. Und jetzt wollen wir über alle Knoten hinweg diese Statistiken bilden. Das ist das Monitoring. Und genau, also wir wollen über diese individuellen Werte, die jeder Knoten hat, das kann man sich so als Vektor vorstellen, wollen wir eine Statistik über jeden einzelnen Wert, über alle Knoten bilden. Und das Schöne ist, das ist aggregierbar. Das heißt, wenn wir jetzt die Summe eines Wertes, sagen wir mal Hopcount, über 10 Knoten berechnen, ist es ein Integer. Und wenn wir es über 1000 Knoten berechnen, ist es auch ein Integer. Ist auch nur eine einzige Zahl. Also der Speicherbedarf, der ist unabhängig von der Anzahl der Knoten. Und das kann man halt ausnutzen, um eben Verfahren zu generieren, die möglichst über das gesamte Netzwerk eben Statistik bilden. Und wenn das Netzwerk selbst 10 Millionen Knoten enthält, ist die statistische Repräsentation dieser ganzen Werte immer noch klein und handhabbar. Also es ist egal, wie viele Knoten da eben dran sind. Wenn wir jetzt diese Statistik erzeugen, was sind dann die Ziele? Das muss möglichst nah an dem aktuellen Wert sein. Also wenn das der Wert ist, den wir messen wollen, vielleicht der durchschnittliche Online-Zeit der Knoten, dann ist es oft so, dass der Wert nicht so herumzappelt drumherum, sondern idealerweise so zeitlich verzögert ist. Also wie viel zeitliche Verzögerung haben wir zu dem ursprünglichen Wert? Also je kleiner, desto besser, je frischer, desto besser. Und das Ganze soll möglichst wenig kosten, also möglichst wenig Traffic gemessen in Bandbreitenverbrauch verbrauchen, weil das Monitoring ja nicht der Kerndienst ist, den das Peer-to-Peer-Netzwerk bieten soll, sondern nur so eine Unterstützung. Oft kommt da noch hinein, das werden wir jetzt aber, glaube ich, eher in der übernächsten Vorlesung betrachten, das Controlling. Dass wenn wir schon mal die Information haben, das System läuft, hat eine gewisse Qualität. Ja, also Hopcount ist im Durchschnitt 6, Routing Delay sind 200 Millisekunden im Schnitt, Maximum vielleicht eine Sekunde. Da können wir vielleicht auch erkennen, da kann jeder Knoten erkennen, dass irgendeine Qualität vielleicht schief läuft. Also wenn jetzt unser Hopcount bei 1000 Knoten bei um die 20 oder 30 herum wäre, dann ist es fehlerhaft, weil es sollte ja O log n sein, es sollte um die 5 oder 4 sein. Und wenn wir 20 haben, dann ist der Wert falsch. Und dann könnte man versuchen, dagegen anzusteuern. Ein Beispiel ist hier oft sowas wie Lookup Delay. Also wenn ich jetzt eine gewisse durchschnittliche Lookup-Zeit erhalten möchte, vielleicht eine Sekunde, und ich bin aber bei 2 oder 3, dann könnte ich ja gegensteuern, indem ich vielleicht mehr Kontakte aufbauen lasse, die Routing-Tabellen erhöhe und dadurch jeder Knoten mehr Shortcuts ins Netz hat und daher man weniger Hopcounts braucht, also weniger Hops braucht, der Hopcount sinkt und dadurch auch unser Lookup-Delay. So könnte man quasi so eine Regelung einführen, indem man das Wissen, das man hat, auswertet, Entscheidungen trifft, also wie das Netzwerk verändert werden soll und diesen Control mit der Regelung gegensteuert. Das sind so die zwei Punkte, die wir in dieser Vorlesung und in den kommenden zwei betrachten werden. Gehen wir also aufs Monitoring ein. Genau, das können wir verwenden. Ach ja, genau, das war jetzt die ganze Geschichte quasi von vorhin. Also wenn wir die Information haben, können wir daraus optimierte Entscheidungen ableiten. Wenn wir wissen, wie viele Knoten wir haben, dann können wir ableiten, vielleicht wie groß unsere Routing-Tabelle sein soll. Wenn wir wissen, wie der Churn ist, können wir daraus ableiten, wie oft wir replizieren sollen. Und oft sind die Auslöser dafür, dass wir eben auch messen können, die Verfügbarkeit wird zu schlecht, zu wenige Replikate, das kann man ja auch alles messen. Wir haben zu viel Overhead, wir haben zu wenig Hopcount, zu wenig, eine zu hohe Latenz. Ich glaube, das habe ich eben alles schon vorher erzählt. Genau, und dann können wir darauf reagieren, indem wir automatisch anpassen, automatisch in jedem Knoten die wenigen Konfigurationsmöglichkeiten, die wir haben, nachsteuern können. Also was haben wir denn dann Konfigurationsmöglichkeiten in Chord zum Beispiel? Da haben wir ja gesagt, jeder hat eine Fingertabelle, der hat diese Kontakte und daran kann man ein bisschen was drehen,
dass die vielleicht die Finger etwas näher beieinander liegen oder weiter auseinander. Dasselbe kann man auch bei Pastry machen, man kann auch in Kademlia die Buckets erhöhen oder verkleinern, man kann die Anzahl der parallelen Lookups erhöhen oder verkleinern, man kann die Maintenance, also die Periodizität, in der geprüft wird, ob die Kontakte noch online sind, im Pastry und im Court, kann man anpassen. Und man hat da schon einige wenige Anpassungsmöglichkeiten und das kann man halt eben nutzen für eine Regelung. Okay. Gehen wir mal so aufs. Genau, also diese Folie sagt eigentlich nur, dass es auch relevant ist, wenn man wirklich hochskalierende solche Netzwerke ganz dezentral umsetzen möchte, weil es dann, so sah das unser soziales Netzwerk mal aus, 2008, das ist noch die alte grafische Oberfläche. Also wenn Sie mal Eclipse genutzt haben, dann kennen Sie diesen GUI-Baukasten. Naja, ist aber alt. Also jedenfalls, wenn man mal irgendeinen ganz dezentralen Anwendung bauen möchte, dann ist es ja so, dass sie einmal den Code schreiben, die Leute laden sich das runter und dann wissen sie gar nicht, dann ist ihr Netzwerk auf sich allein gestellt. Sie haben keine Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Sie können zwar die Nutzer irgendwie dazu drängen, Updates durchzuführen, aber wenn sie das nicht machen, dann haben sie halt eben veraltete Geräte, veraltete Softwarelauf, veraltete Protokollversion und das Netzwerk ist auf sich allein gestellt und das fährt dann irgendwann gegen die Wand. Also, wir müssen diese zwei Schritte machen. Erstmal Monitoring und damit beschäftigt sich dieser Vorlesungsteil. Und das zweite ist dann die Regelung. Das schauen wir jetzt danach an. So, was ist also Regelung? Was ist also Monitoring? Monitoring, wenn man das so irgendwie als Funktion betrachtet, hat es einen Inputwert. Und zwar hat jeder Knoten i eine Liste von Werten zum Zeitpunkt t. Ja, das sind ja eben diese Beispiele hier, Hopcount, also mein persönlich für meine Lookups gemessener Hopcount, mein aktueller Upload-Bandwidth, also wie viele Kontakte habe ich, wie viele Nachrichten habe ich jetzt in der letzten Sekunde im Schnitt versendet, wie viele Nachrichten in Summe versendet. Also man kann sich da wirklich sehr viele technische Werte überlegen. Und jeder einzelne Knoten hat eben einen Vektor, das ist hier mit dem xi dargestellt, zum Zeitpunkt t. Und der ändert sich über Zeit, also daher ist auch das t dabei. Und das, was die Knoten eigentlich möchten, ist eine Aggregation über all diese xis zum Zeitpunkt t. Also so global betrachtet möchte man quasi all diese Vektoren zusammenstellen und über jeweils die zugehörigen Werte die Summen bilden, die Durchschnitte bilden, die Minima, Maxima bilden und Standardabweichungen. Diese Aggregate Table, das geht ganz gut. Ja, also wenn Sie zwei Werte haben, ja, dann können Sie den Durchschnitt der beiden berechnen, dann können Sie das Minimum der beiden berechnen, das Maximum der beiden berechnen. Sagen wir mal, ein Wert stellt den Wert für 500 Knoten dar, der andere für 1000 Knoten. Sie können die Durchschnitte berechnen, Minima, Maxima, Summen. Schwieriger ist beim Median. Ja, wenn Sie einen Median haben über zu 500 Knoten, einen Median zu anderen 500 Knoten, dann können Sie diese zwei Einzelwerte nicht zueinander bringen und den eigentlichen Median für die Summe dieser Netzwerkbereiche berechnen. Also fokussieren wir uns erstmal auf diese statistischen Informationen. Ein weiterer Begriff, der da wichtig ist, ist Aggregierbarkeit. Also wir haben eine Aggregationsfunktion, das bedeutet, wir haben eine beliebige Anzahl von Werten, die auf einen Wert abgebildet werden. Das heißt, wir bilden immer aus dem Multidimensionalen auf das Eindimensionale ab und das heißt eben aggregierbar. Und dadurch, dass wir immer nur mit einem einzigen Wert als Ergebnis arbeiten, egal wie viele Knoten eingeflossen sind, wie viele Informationen eingeflossen sind, ist auch eben sehr speichereffizient. Was man noch an Anforderungen hat, ist, dass idealerweise die Reihenfolge, wie man die Werte aggregiert, wie man die zusammenführt, egal ist. Also die Reihenfolge ist egal und ob man aggregierte Werte wieder weiter aggregiert, das soll auch erlaubt sein. Nehmen wir mal das Beispiel Minimum. Ja, da ist ja auch egal, ob ich jetzt Minimum von Wert 1 mit Wert 2 oder das Minimum von Wert 2 und Wert 1 berechne oder die Summe.
Ich kann das ja auch kommutativ vertauschen. Auch ist egal, wenn ich jetzt drei Wert habe, ob ich zuerst Wert 1 und 2 addiere und dann Wert 3 dazu oder ob ich zuerst Wert 2 und 3 und dann Wert 1 dazu addiere. Das Assoziative muss ich, kann auch, also soll auch gelten. Genau, und das ist eben bei diesen statistischen Funktionen alle gegeben, bei Median oder den Top 1000 oder sowas eben nicht. Und deshalb fokussiert man sich auf diese machbaren Funktionen. Und das, was jeder Knoten eigentlich nur unterstützen muss, er braucht eine Operation, um seine lokalen Statistiken einzuspeisen, und er bekommt eine API, wo er die globalen Statistiken abrufen kann. Schauen wir uns mal die Funktionen an. Also die müssen wir jetzt nicht ganz wichtig auswendig lernen. Also es ist nur in einem Punkt interessant. Also wenn Sie n-Werte gegeben haben, dann geben diese verschiedenen Funktionen an, wie Sie diese n-Werte miteinander in Verbindung setzen, um eben die verschiedenen Werte rauszubekommen. Also count ist einfach, minimum ist das Minimum der Einzelwerte, der Individualwerte, und bei Maximum ebenso, die Summe ist auch einfach berechenbar, der Durchschnitt ist einfach berechenbar aus der Summe und der Anzahl. Das Einzige, was abweicht, ist die Standardabweichung. Normalerweise, wenn Sie in irgendein Mathebuch schauen, dann wird die Standardabweichung definiert über die Summe, also dann hätten Sie einmal, ich glaube, das hier im Zähler und im Nenner hätten Sie den aktuellen Wert minus den Durchschnitt. Aber den Durchschnitt wissen wir ja nicht vorab. Ist auch vielleicht etwas zu weit führend. Das Wichtige ist, dass wir jetzt aus gegebenen n vielen Werten diese verschiedenen Sachen berechnen können. Das Wichtige ist hier eben Count und Min und Max und die Summe. Und die anderen sind nur Hilfsfunktionen. Diese sechs sind eigentlich die wichtigen für uns. Die zwei werden nur genutzt, um die Standardabweichung richtig berechnen zu können. Und das ist schon mal ganz okay. Also wir haben jetzt die Funktion. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, jeder einzelne Knoten hat seinen Vektor, seinen Wert. Und am Ende wollen wir diese vielen Werte so zusammenbringen, also jetzt kommen die Netzwerkprotokolle ins Spiel, dass die Aggregation irgendwo stattfinden kann. Dass wir irgendwo die Gesamtinformation zu dem Netz berechnen können und dann wieder an alle verteilen können. Und da gibt es verschiedene Zielsetzungen dabei. Was wollen wir, also was muss man immer berücksichtigen? Wir müssen natürlich berücksichtigen, die Knoten gehen online und offline. Also jetzt, wenn wir jetzt so das Protokoll suchen, also wir haben die verschiedenen Werte, das ist so das Beispiel. Ja. Wir haben diese verschiedenen Knoten, die haben alle irgendwelche Werte, 9 und 6 und 7 und 8. Und wie müssen die jetzt miteinander kommunizieren, so dass wir den Durchschnittswert, den Min, Max, Summe berechnen können zu diesen verschiedenen Werten. Was passieren kann, die Knoten können offline gehen, es kann während der Berechnung ein neuer Knoten hinzukommen. Das Ganze soll vom Kommunikationsverhalten so sein, dass natürlich beliebig, also sehr, sehr viele Knoten hinzukommen können, beliebig viele, und die Kosten dann nicht explodieren, sondern auch idealerweise logarithmisch nur wachsen. Auch die Anzahl der betrachteten Werte, also wie viel Information mein Vektor enthält, soll auch nur maximal linear steigen. Das Ganze soll möglichst präzise sein, möglichst wenige Ausreißer. Also wenn Sie so dieses Verhalten, diesen Durchschnittswert vielleicht, der global existieren würde, berechnen wollen, dann wollen Sie nicht zu sehr herumspringen, sondern idealerweise möglichst nah dran sein. Das Ganze soll kostengünstig sein und möglichst, das ist auch wichtig, wenn wir jetzt so ein Protokoll entwickeln, dann wollen wir es ja als Dienst einsetzen. Also es ist nicht unsere Hauptfunktionalität, sondern nur so eine Nebenfunktionalität. Das heißt, es soll mit Cord, mit Pastry, mit Kademlia, mit möglichst vielen Overlays oder auch unstrukturierten Overlays funktionieren können. Okay, das ist also die große Zielsetzung. Schauen wir uns also an, wo man da die Option hat, und wir werden dann verschiedene Lösungen in diesen Bereichen auch kennenlernen. Wenn wir jetzt also diese Protokolle entwickeln wollen, um diese verschiedenen Knotenwerte zusammenzuführen, ist das Triviale natürlich, das zentralisiert zu machen. Ich kann natürlich alles an einen Knoten senden und der berechnet es und verteilt es wieder an alle Knoten. Spannend ist es, wenn es verteilt ist.
Wenn man es verteilt macht, dann habe ich ja gesagt, wir wollen das in Cord vielleicht verwenden können, in Pastry und so. Und jetzt gibt es einige Lösungen, die entweder diese Overlays als eigene Schicht betrachten und das Monitoring oben drauf setzen, das heißt als neue Schicht, oder manche Lösungen, die quasi so ein erweitertes Cord, so eine Cord-Modifikation vorstellen, und dann ist es integrated, also dass es nur mit Cord funktioniert. Nehmen wir an, wir bauen eine neue Schicht auf, dann haben wir hier vielleicht Cord in der unteren Schicht, oben drauf aufsetzen unser Monitoring und nun können die Knoten wieder miteinander frei kommunizieren. Also wir können entscheiden, wer mit wem kommunizieren soll. Das kann man dann baumbasiert aufbauen, das kann man ringbasiert aufbauen. Diese neuen Topologien hier oben oder meshbasiert, da werden wir auch verschiedene Lösungen kennenlernen. Dann gibt es die Unterscheidung, wie viel Information berücksichtigt wird. Manche Knoten, die machen das richtig, also manche Lösungen, die machen es richtig, die betrachten den Wert aller Knoten. Ja, das ist ja eigentlich unser initiales Ziel gewesen, dass wir wirklich jeden einzelnen Knotenwert berücksichtigen und darüber die Statistik erstellen. Manche Lösungen, das werden wir dann auch sehen, interpolieren das nur. Also wenn Sie 10 Millionen Knoten haben, dann wird eine Umfrage erstellt, es wurden 10.000 Knoten gefragt und deren Durchschnittswert wird jetzt als repräsentativ angenommen, also interpoliert für das gesamte Netz. Da ist natürlich viel Fehler drin, ist aber auch günstiger. Ja? Genau. Also so ist der Ansatz dieses neuen, der neuen Schicht, dass man quasi, wenn man das so geschichtet sieht, dann hat man hier so eine Anwendung, die vielleicht so einen Speicherdienst anbietet, die Cord nutzt und über Cord, achso, und hier unten ist Cord. Und die App greift drauf zu und startet Lookups und startet Speicher, aber auch das Monitoring, das unabhängig ist vom Monitor, von der App, kommuniziert mit Cord und startet Lookups und hat seine eigene quasi parallele App zu der eigentlichen Anwendung. Das ist diese neue Schicht, genau. Okay. Also nehmen wir mal an, die Lösungen wollen wirklich alle Knoten berücksichtigen, alle deren Werte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wann wird die Information erzeugt? Ja? Wir wollen ja zur Verfügung stellen, dass jeder Knoten die Möglichkeit hat, Get Global Statistics. Also er soll die Möglichkeit haben, die Statistiken zu dem aktuellen Netzwerk, so gut es eben ermittelt werden konnte, abzurufen. Das heißt, entweder baut man diese Informationen im Hintergrund auf, so dass die immer zur Verfügung steht, also proaktiv eben, dass immer permanent im Hintergrund für alle Knoten Informationen zur Verfügung gestellt wird und man fragt sie dann eben ab. Oder es ist reaktiv in der Annahme, dass eben das sehr selten passiert und nur bei Bedarf wirklich diese Systemsicht erzeugt wird. Werden wir auch noch Beispiele kennenlernen und das ist vielleicht dann zu detailliert, also wie die Informationen dann fließen. Also wenn es proaktiv ist, wenn es immer im Hintergrund erzeugt wird, diese Information, wird es irgendwo hingedrückt, die Information, sodass es zufällig an die richtige Stelle kommt. Oder zieht sich jeder Knoten gezielt die Information. Aber das ist, glaube ich, zu weit führend, wenn man die einzelnen Lösungen nicht kennt. Schauen wir uns also mal verschiedene Lösungen zu diesen Klassifikationen mal an. Das Trivialste wäre das zentralisierte Monitoring. Danach schauen wir uns mal an, wie sieht es aus, wenn es verteilt ist. Also das ist distributed, verteilt, aber integriert. Das ist dann Overlay-spezifisch, also wirklich integriert in das Overlay, das Monitoring ist. Dann betrachten wir mal ein Verfahren, das interpoliert und nicht alle Knoten erfasst. Und dann wären wir hier unten angekommen also das sind alles verschiedene Lösungen, und dann wären wir hier bei dem Punkt angekommen, dass es verteilt, das ist eine neue Schicht, und hier wird es mesh-basiert erzeugt, und hier ist es baumbasiert erzeugt. Die Einzelbeschreibung kommt dann noch bei den einzelnen Lösungen. Schauen wir uns also an, das Trivialste, also wie kann zentralisiertes Monitoring aussehen? Das ist nicht so kompliziert, ne?
Wir haben einen Server, der immer läuft, und an diesen einzelnen Server schicken alle individuellen Knoten ihren Vektor, ihre Werte. Der berechnet die Statistiken dazu und schickt sie dann zurück. Oder stellt sie zur Verfügung auf Abruf. Also er muss sie nicht pushen, sondern die können auch gepullt werden. Ist eigentlich egal. Also die von der Netzwerksicht her gibt es eben diese zwei Nachrichten: Nachrichten schicken oder Anfrage schicken. Aus der Sicht der Clients. Dazu gibt es auch Standards, also SNMP, Simple Network Management Protocol. Das wird ja auch in den ganzen Rechenzentren verwendet. Das ist ja Standard, dass es das gibt. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Also es funktioniert gut, weil es eben leicht ist, es ist gut unterstützt und man bekommt doch alles ganz gut mit. Ich weiß nicht, warum das ein Vorteil ist, dass der Monitoring-Server ein Bottleneck wird. So. Und dadurch ist das Ganze natürlich nicht skalierbar. Also wenn das jetzt immer mehr werden, die Verbindung zu dem Server nicht besteht, dann funktioniert das Monitoring nicht mehr. Das Single Point of Failure, die Konnektivität ist wichtig zu diesen einen Knoten. Also ist eigentlich für Peer-to-Peer-Netze kein sinnvoller Lösung. Klar. Okay, dann gibt es noch die Lösung. Hat ja gesagt, also jetzt sind wir in dem Bereich Distributed Solutions. Moment, wo war das? Nee. Genau, jetzt sind wir hier quasi, das Zentralisierte haben wir durch, jetzt sind wir bei Distributed und Integrated. Da gibt es die Ansätze eben, dass man ein Overlay nimmt und es um Monitoring-Funktionalität erweitert. Das hat den Vorteil, das kann man dann optimieren, also man kann die bestehenden Nachrichtenflüsse einfach erweitern, also man muss sich keine neuen Nachrichten ausdenken, man muss nur ein bisschen mehr Informationen da reinpacken und kann es dann schon hinbekommen. Und ein Vertreter davon ist zum Beispiel DASIS, das steht für Distributed Approximative System Information System. Und das geht davon aus, dass wir so ein präfixbasiertes Routing haben. Das haben wir dann bei Pastry zum Beispiel, bei Kademlia nicht, doch bei Kademlia auch, aber bei Cord nicht. Also präfixbasiertes Routing ist doch recht häufig. Und das modifiziert jetzt das Overlay, um Routing zu ermöglichen. Und das geht dann so vor, dass es eben die Routing-Tabellen erweitert und die Stabilisierungsprotokolle erweitert. Hier ist die Annahme, dass in den Routing-Tabellen Informationen zu den verschiedenen Knoten stehen und zu diesen verschiedenen Knoten, die in den Routing-Tabellen bestehen, man über die Stabilisierungsprotokolle sowieso Nachrichten austauscht. Das heißt, wenn man hier das erweitert, kann man mehr Infos zu den Knoten reinschreiben und über die Stabilisierungsprotokolle kann man mit den Nachrichten oder Informationen austauschen. Und da ist die Grundidee, dass wenn wir so ein präfixbasiertes Routing haben, jeder Knoten, ja zu jedem seiner Präfixe, ja, Kontakte speichert. Also wenn das unser Knoten ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also das sind die verschiedenen Zeichen der seiner ID, dann ist die Anforderung, dass jeder Knoten zu allen seinen Präfixes die Statistiken kennen muss. Das heißt, wenn man sich das so baumartig vorstellt, dann bin ich hier vielleicht in dem tiefsten Präfix, also so, dass nur ich alleine da drin bin. Das sind vielleicht die ersten x Werte, also hier vielleicht bis zu 4. Das geht dann anders. Nehmen wir mal das korreliert nicht mit diesen 1, 2, 3, 4, aber in diesem Beispiel haben wir den Knoten 001. Und dessen Präfix kann vielleicht weitergehen, aber er ist alleine mit dem Präfix 001. Und er ist dadurch der Experte dieser ganzen Präfixbereich ist 001. Und um jetzt Experte zu werden für den Präfixbereich 00, muss er sich ja mit nur einem einzigen anderen Knoten aus dem Präfixbereich 000, also das gerade anders ist als sein Präfix da, austauschen. Und dann, wenn diese Informationen zusammenfließen, dann werden die Knoten Experten für den Präfixbereich 00. Ja, also jeder Knoten, der eben diese ID hat, muss sich
austauschen mit einem Knoten, der eben genau diesen anderen fehlenden weiterführenden Präfixbereich, den er selbst nicht abdeckt. Dazu muss er einen Knoten kennen, sich mit dem austauschen. Und in diesem Fall ist es eben der Knoten 001, der sich mit dem Knoten 000 austauscht. Und die werden beide Experten für den Bereich 00. Und dann müssen sie sich nur mit einem austauschen, der Experte ist für den Bereich 01. Zum Beispiel mit dem Knoten 011. Genau. Und dann, also wenn dieser Knoten jetzt mal zufällig mit diesem Knoten mal sich austauscht, der hier ist ja schon Experte für den Bereich 00, der hier ist Experte für den Bereich 01, dann werden beide Experten für den Bereich 0. Und wenn Sie irgendeinen kennen, der mit einer 1 beginnt, dann sollte er ja auch Experte sein für seinen Bereich. Das ist ja alles so rekursiv von unten her aufbauend. Und dann können Sie eben den Wurzelknoten, also den gesamten Baum, zu dem gesamten Baum auch die Statistik berechnen. Ja? Ja. Ja, also genau, also ich würde lieber mal PestTree nehmen, weil im PestTree, da kennen Sie ja wirklich alle Ihre Nachbarn zu jedem Präfixbereich. In PestTree ist es ja so, dass Sie wirklich diese verschiedenen, Moment, wissen Sie zufällig, in welcher Foliennummer das war? Okay, dann PestTree auch. Das war vorher. Ah, okay. Nee, dann 4. Das Problem mit Kademlia ist, dass da die Sicht nicht vollständig ist und dass man da nicht sicherstellen kann, dass man wirklich alle Knoten erfasst. So. Aber im PestTree wird sichergestellt, dass man alle Knoten erfasst. Das heißt, hier hatte man das Beispiel, genau. Das ist mein Präfixbereich, der beginnt mit 1023312. So, für diesen Bereich bin ich der Experte. Und indem ich mich mit allen auf derselben Ebene austausche, genau, indem ich mich mit allen Knoten auf der Ebene, wo ich eben, da gibt es eben keinen, ausgetauscht habe, bin ich jetzt der Experte für diesen Bereich. Eine Ebene höher, stimmt das? Ja, ich glaube, nee, dann bin ich ich bin Experte für diesen Bereich. So, und um Experte zu werden für 102331, genau, muss ich mich ausgetauscht haben mit dem Experten für 01123. Also mit diesen Repräsentanten muss ich mich ausgetauscht haben. Das bin einmal ich und einmal dieser Knoten. Und wenn ich mit ihm mich ausgetauscht habe, dann habe ich ja von allen möglichen weiterführenden Präfixendungen mich ausgetauscht und bin jetzt Experte für diesen Bereich. Und um jetzt der Experte zu sein für 1, 2, 3, 3, muss ich mich ausgetauscht haben mit allen Knoten, die das darstellen. Die 1 bin ich selbst. Ich muss mich austauschen mit diesem Knoten und mit dem Knoten und bin dann eben der Experte für diesen Bereich. Das heißt, auf jeder Ebene muss ich mit maximal B-Vielen kommunizieren und kann dann eben ermitteln, wie die Gesamtstatistik über das gesamte Netzwerk ist. Und in welcher Form kann ich das vornehmen? Das kann ich vornehmen, indem ich prüfe, wenn ich sowieso prüfe, ob der Knoten online ist. Anders. Doch. Indem ich sowieso immer prüfe, ob der andere Knoten online ist, in meiner Routing-Tabelle, in PestTree zum Beispiel, kann ich ja dabei auch meinen Wert mitschicken. Ja, wenn ich in PestTree diese verschiedenen Einträge in der Routing-Tabelle abfrage, füge ich meine Informationen hinzu, die antworten mit ja, ich bin online und schicken deren Informationen zu diesem Bereich zu und dann habe ich schon die Informationen ausgetauscht. Und wenn ich mir das in die zugehörigen Bereiche in die Routing-Tabelle eintrage, dann muss ich eigentlich nur meine Routing-Tabelle ein bisschen durchparsen und kann mir damit die gesamte Statistik berechnen. Ja? Ja? Die Tabelle, das kann ja sein, dass mehrere Kandidaten für eine Frage
Ja, die Grundidee ist, dass man das dadurch, dass man es von unten aufbaut, man alle erwischt. Das heißt, jetzt springen wir mal zurück, dass ich das besser. Na, gehen wir nochmal zu PestTree. Okay, dadurch, dass wir wirklich alle Knoten in PestTree kennen und auch die ganze Nachbarschaft komplett ist, können wir zum Beispiel ja hier sagen, dass wir wirklich diesen Bereich, also der wirklich den gesamten ID-Bereich umfasst, komplett kennen. Also da gibt es wirklich keinen. Und wenn wir jetzt eine Ebene weitergehen, also quasi im Präfix 1 hinten absetzen, dann arbeiten wir uns ja wirklich vor. Also auch wenn es hinter der 1 noch einen ganzen Baum gäbe von weiteren Knoten, das kann es ja sein, dass es sich dort wirklich auffächert. Also wir haben ja die 2, ne, in diesem Beispiel. Es kann ja sein, dass unter 0, 1 und 3 jeweils sich ein ganzer Baum ausbildet. Aber da geht man eben von diesem von der durch den rekursiven Ansatz eben davon aus, dass dieser Knoten, egal wen, welcher Repräsentant er dieses Teilbaums er ist, können ja auch 1000 Knoten hier hinten sein, er an diesem Zeitpunkt zu dieser ID die globale Übersicht hat. Nehmen wir mal ein anderes oder ein ergänzendes Beispiel. Nehmen wir mal an, dass es irgendwann kommen wir hierher zu, dass wir mit dem Knoten 1 uns austauschen müssen. Ja, für ihn selbst sind wir auch nur ein Kontakt. Er muss sich austauschen mit der 0, 1, also 1 ist er ja selbst, und 3. Und diese weiterführende ID, hier gibt es einfach keinen Teilbaum. Er ist ein Blattknoten. Er weiß ja auch nicht, dass, ob wir ein Blattknoten sind oder nicht. Aber indem wir quasi hier über diesen rekursiven Bereich das gesamte Wissen aufgebaut haben zu dem Präfix 102, ist es auch egal, wen er da gerade fragt, ob wir es sind oder irgendein anderer, der 102 in dem Beginn hat, weil jeder hat dieselbe Sicht zu der Domain 102 und kann ihm quasi dadurch, würde ihm dieselbe Antwort liefern. Und das ist dann eben die ja eben iterativ oder also rekursiv ergibt sich das Aufbauen von den Blättern her, dass alle jeweils für diesen Präfixbereich die das gleiche Wissen haben. Genau, und hier kann man es auch gut sehen, also was ich noch sagen wollte, dass jeder Knoten einfach nur diesen Routing-Bereich, also die Routing-Tabelle erweitern muss. Er kann ja zu diesem Knoten die Info einspeichern, welche Statistiken er bietet. Hierzu kann ich mir die Statistiken einspeichern, die sie mir zurückliefern für jeweils den Präfixbereich. Und da ich sowieso mit den verschiedenen Knoten periodisch mal kommuniziere, tauschen unsere Informationen dazu auch aus. Ja, achso. Aber wenn es so ist, dann muss ich ja, um wirklich alle Ja. Informationen des gesamten Netzwerkes haben zu wollen, bin ich ja wieder an die Wurzel. Naja, Wenn ich nee. wirklich alles habe von allen, muss ich wirklich am Ende von dem gesamten Netzwerk alle Ja. Informationen haben, muss ich ja an die Wurzel. Naja, also in dem obersten Schritt müssen Sie mit einem kommunizieren, der mit einer 0 beginnt, einem der mit einer 2 beginnt, einem der mit der 3 beginnt. Und jede dieser Knoten stellt eben einen Teilbaum dar. Sie stellen die 1 dar. Und wenn Sie die Informationen dieser mit sich eingeschlossenen 4 Knoten zusammenführen, haben Sie ja die Sicht auf das gesamte Netzwerk. Das heißt, ich brauche aber einen von diesen 4 Knoten. Sie brauchen, in diesem Beispiel brauchen Sie ja einen, der mit einer 0 beginnt, einen, der mit einer 2 beginnt, einen, der mit der 3 beginnt. Ja? Genau. Genau, es kommt ja von unten nach oben.
Es ist auch so, dass wenn Sie das Monitoring starten, die ersten Werte ganz falsch sind. Ja, Sie haben ja noch nicht, also wenn Sie noch nicht hier unten gekommuniziert haben, Sie noch nicht Ihren eigenen Wert für den Präfix 1023 kennen, den Sie hier oben mitteilen würden. Ne, also ich meine, das, was Sie hier also wenn Sie in einer Reihe kommunizieren, dann ist es Ihr Input in der nächsten Reihe. Und wenn Sie hierzu die gesamte Kommunikation durchgeführt haben und die Statistik dazu ermittelt haben, dann, also das ist das Ergebnis aus Reihe 7, das ist das Ergebnis aus Reihe 6, das Sie mitteilen, das ist Ihr Ergebnis aus Reihe 5, das Sie mitteilen. Wenn Sie hier irgendwo weiter oben sind, sagen wir mal Reihe 5 oder Reihe 4 berechnen wollen und das darunter haben Sie noch nicht gemacht, dann geht es noch nicht. Also die ersten Werte sind falsch, aber sobald Schritt für Schritt quasi Austausch für Austausch die Informationen also von unten her aufgebaut wird, werden Ihre Ergebnisse mindestens nach 7, 8 Schritten dann richtig. Okay. Okay, genau. Und die Aussage. Okay, genau. Also wir erweitern die Routing-Tabelle und mit jeder Stabilisierungsnachricht tauschen wir Nachrichten aus. Was man damit nicht erreicht, also es wurde oft verkauft, ja, mit dem Piggybacking, also wenn wir die Nachricht einfach erweitern und hinzufügen, haben wir ja keine Kosten. Das ist dann natürlich nicht so, also man hat ja immer noch den Traffic. Eine der größten Einschränkungen ist, dass wir wirklich nun unser Overlay nicht so erweitern können, wie wir möchten, um fürs Overlay zu optimieren, sondern es kann ja, also die Funktionen sind ja verknüpft dadurch, dass das Monitoring eine starke Annahme macht, eben zu der Routing-Tabelle, wie sie aufgebaut ist, dass ich zu jedem Präfix andere Kontakte kenne, kann ich davon im Routing auch nicht abweichen. Es kann ja sein, dass ich im Routing mit in PASTI zum Beispiel nicht mehr einzelne Einträge haben möchte, sondern vielleicht Buckets, oder ich möchte nicht zu jedem Präfix einen Wert haben, sondern ich möchte nach was anderem irgendwie optimieren. Und dann ist das vielleicht besser fürs Routing, aber das Monitoring wird dadurch zerstört. Also durch diese starke Verknüpfung, genau, ist es nicht wirklich einzeln optimierbar, sondern es kann auch, genau, es ist einfach zu statisch und ineffizient. Was auch ein Nachteil ist, dass man mit O-Log-N vielen Knoten kommuniziert, was vielleicht auch zu teuer ist. Also man kann dieselbe Qualität erreichen, indem man mit weniger Knoten kommuniziert, und man hat auch vielleicht eine Update-Wahrscheinlichkeit, die zu langsam ist. Also wir hängen ja wirklich mit dem Stabilisierungsverfahren zusammen. Das ist vielleicht zu langsam, vielleicht ist es zu schnell, vielleicht sind zu viele Knoten, vielleicht sind zu wenige Knoten. Durch diese Verknüpfung kauft man sich das eben ein. Auf der anderen Seite, es funktioniert und man vermeidet zum Teil auch redundante Informationen, weil eine Routing-Tabelle brauche ich immer, wenn ich irgendwelche Protokolle aufbaue, und dann wird einfach das mitverwendet. Okay, das also als integrierte Lösung. Nachteil von integrierten Lösungen ist, dass durch diese Verknüpfung das nicht so gut werden kann. Beide Lösungen, weder das Routing noch das Monitoring, können gut werden. Schauen wir uns mal eine Lösung an, die jetzt in diesen Bereich fällt, also interpolated. Also es ist immer noch distributed, es ist jetzt kommen die ganzen neuen Protokolle, die nicht die Overlay-unabhängig sind. Das möchte ich jetzt aber interpolieren. Was ist da die Grundidee? Die Grundidee ist, dass man zur Berechnung von Statistiken, Durchschnitt, Summe nicht, aber Min-Max, es oft ausreicht, eine ausreichend große repräsentative Menge zu erfassen. Ja, das wird ja auch bei Wahlen, zumindest bei Wahlumfragen, versucht zu erreichen. Und wie ist da das Vorgehen? Da ist die Idee, dass durch einen Random Walk von einem Knoten ausgehend eine bestimmte Anzahl von Knoten abgegangen werden und deren Werte dann eben berücksichtigt werden. Das heißt, wie ist da das Vorgehen? Wir starten bei irgendeinem
Achso, und was wir auch noch an Bedingungen haben, wir möchten gerne verhindern, dass wir sehr stark, also dass wir Knoten mit hohem Knotengrad bevorzugt, also überrepräsentativ oft fragen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier so ein Netzwerk, das jetzt ein bisschen offensichtlich das Problem hat, dass ein Knoten vielleicht zu dominant ist, also eine zu große Kantenanzahl hat. Ein normaler Random Walk würde diesen Knoten ja, sagen wir mal, in jedem zweiten Schritt berücksichtigen. Also was wir eigentlich machen, wir wählen jetzt, sagen wir mal, einen Schritt über vier Knoten aus, dessen Werte hochgerechnet das gesamte Netzwerk gegeben sollen. Wir wollen aber vermeiden, dass dieser Knoten eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in dem Random Walk aufzutauchen als die anderen. Also jeder Knoten soll in diesem Beispiel ein Sechstel Wahrscheinlichkeit haben, in dem Random Walk aufzutauchen. Wie ist da das Vorgehen? Das Vorgehen ist, indem wir einfach von einem zufälligen Knoten aus losgehen, der eben das Interesse daran hat. Das ist dann eher reaktiv, der Ansatz. Und nun gibt es eine Wahrscheinlichkeit, sich mit einem bestimmten Knoten zu verbinden. Und wie diese Wahrscheinlichkeit, also der hat jetzt ja zwei Nachbarn, ja, und er kann sich entscheiden, gehe ich zum Nachbar 1 oder zum Nachbar 2. Sagen wir, er wählt diesen Knoten aus, hat er auch die Möglichkeit, gehe ich zu diesem Nachbar oder zu jenem oder zurück. Zurück sollte man natürlich nie gehen, aber dass man da eben eine Wahrscheinlichkeit anlegt, die dafür sorgt, dass die alle möglichst gleichberechtigt ausgewählt werden. Das Problem normalerweise ist, wenn es gleich verteilt wäre, dann hätte dieser Knoten in der Mitte immer in diesem Beispiel eine deutlich höhere Chance ausgewählt zu werden als, also der könnte mehrfach in dem Random Walk auftauchen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie ist also dann die Wahrscheinlichkeitsfunktion, um die Knoten möglichen Nachbarn zu bewerten? Dazu gibt es dieses Metropolized Random Walk with Backtracking. Klappt das mal auf. Genau. Das definiert erstmal eine Matrix an Wahrscheinlichkeiten für jeweils zwei Knoten. Und das Wichtige ist, dass es auch berücksichtigt, wie der Kantengrad der verschiedenen Knoten ist. Das heißt, wenn ich jetzt, wie gehe ich vor? Also ich bin jetzt in dem Knoten X. Und jetzt wähle ich wirklich gleich verteilt einen Nachbarn, einer meiner Nachbarn Y aus. Ja, dann haben wir immer noch unser Beispiel, dass unser prominenter Knoten sehr viel häufiger als Y ausgewählt wird. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Knoten zu viel, egal. Und jetzt prüfe ich aber, also ich gehe nicht gleich zu dem als Random Walk, sondern ich prüfe, ob ich nicht in mich selbst verbleiben soll. Das heißt, ich erzeuge erstmal eine Random Number, die zwischen 0 und 1 ist. Und wenn jetzt diese Random Number kleiner ist als mein Knotengrad geteilt durch dessen Knotengrad, dann gehe ich zu Y. Und wenn der Wert größer ist, dann bleibe ich in X. Das heißt, in diesem Fall hätten wir jeweils, hier würden wir losgehen, der hier hat den Knotengrad 6, der hier hat den Knotengrad 3. Das heißt, unser X ist im ersten Fall, also wenn wir den hier auswählen würden, 3 durch 3, das ist ja eigentlich egal, das ist immer kleiner. Wenn wir aber den großen auswählen würden, dann wäre unser Bereich 3 durch 6. Also wir setzen einfach, wir haben nur die halbe Wahrscheinlichkeit, zu dem großen Knoten zu gehen. Wenn jeder Knoten das anwendet, dann führt es dazu, dass einfach die Knoten mit einem großen Kantengrad, also die eigentlich bevorzugt werden vom Random Walk, die haben hier einen großen Wert und durch den großen Wert wird dieser Bereich hier klein, also die ganze Bruch wird klein. Das heißt, das P wird mit höherer Wahrscheinlichkeit, also wird, wenn das hier klein ist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass P noch kleiner ist. Das heißt, es wird seltener vorkommen als das hier. Ja, also dann gehen wir einfach seltener zu dem Knoten mit dem höheren Kantengrad. Ja?
Naja, ist immer der Trade-off. Theoretisch nicht, aber die Frage ist, wie erfassen wir die Historie? Also man müsste sonst nicht speichern. Genau, das ist dann zu teuer. Also wir wollen immer dafür sorgen, dass wir immer nur mit einem Vektor herumlaufen. Also, ne, also wenn ich zu dem Nachbarn gehe, genau, also wenn ich zu dem Nachbarn gehe, was ich eigentlich mache, ist, das ist der aktuelle Random Walk, da habe ich die verschiedenen Werte, x1, x2, x3, und das jeweils als Summe auch den Count, also wie viele Werte sind eigentlich mit drin, was ist Min, was ist Max. Und ich möchte immer mit so einem Vektor herumgehen. Also eigentlich ist es ja eine Matrix. Und so eine längere, also so eine Historie der besuchten Knoten wird es einfach zu teuer machen. Und das, was man eigentlich macht, ist, man geht mit diesem Vektor herum. Jetzt kommt der neue Knoten hinzu, also der neue Vektor hinzu. Der hat auch seine Werte y1, y2, y3. Bei dem steht Count immer auf 0, auf 1, das ist immer nur ein Knoten, den ich berücksichtige. Dann will ich die Summe dieser Werte, das Minimum, das Maximum, den Durchschnitt und so. Genau, und habe dann eben meinen neuen aktuellen Vektor. Das Einzige, was ich noch mache, ist, ich dekrementiere den Time to Live, dass ich eben die Schritte mitzähle, wie weit ich gekommen bin. Das ist auch nur eine Zahl. Und dann wird am Ende das Ergebnis zu dem Querying Peer zurückgeschickt und er hat dann die Statistiken. Das ist gut einsetzbar, weil das, was sind die Vor- und Nachteile, das ist gut einsetzbar, das stellt ja gar keine Anforderungen an die Topologie. Es kann ein strukturiertes Overlay sein, es kann Knotella sein, das kann Bubble Storm sein, es kann ja wirklich egal welches Netzwerk sein, das setzt ja nur voraus, dass wir einen Graphen haben und die kommunizieren können. Nachbarschaften und Kantenanzahl soll man kennen. Mehr aber nicht. Der Nachteil ist aber, ja, man erfasst halt immer nur eine feste Anzahl von Knoten und wie bei Wahlen, wie bei Wahlumfragen das ja auch der Fall ist, man weiß nicht, ob wie weit aussagekräftig die sind. Vieles geht auch nicht, also Summe über alle Knoten kriegen wir nicht raus, wenn wir nur 100 Knoten befragen. Minimum, Maximum über alle Knoten kriegen wir auch nicht raus. Und das ist auch recht teuer, weil wir sehr viele Nachrichten, also wenn wir 100 Knoten befragen müssen, dann müssen auch 100 Knoten hintereinander abgelaufen werden. Das dauert zeitlich lange und jeder Knoten berechnet das nur für sich selbst. Also der Mehrwert einer so teuren Operation mit 10 Hops, mit 100 Hops, davon profitiert nur einer. Und das ist nicht sehr, sehr günstig. Also günstig wäre es, wenn wir das natürlich auch alles unterstützen würden, wenn jede Aktion eines jeden Knotens für alle Knoten einen Beitrag liefert. Und das ist hier nicht so der Fall. Schauen wir uns also einen Fall an, wo ist der einzuordnen? Der ist auch distributed, also verteilt, der ist neu, der ist jetzt nicht interpolated, sondern der ist complete, also wir erzeugen die Informationen über alle Knoten und zwar proaktiv, push-basiert und diesmal aber, das ist das Besondere, in der Mesh-Form. Das heißt, Mesh bedeutet ja, dass jeder sich mit jedem verbinden kann und es da keine feste Regel gibt eigentlich. Das heißt, wie können wir das jetzt complete und proaktiv und zu geringen Kosten realisieren? Okay. Und zwar ist da der Grundgedanke das Gossiping. Gossiping heißt ja Tratsch und Gerüchte und man weiß ja, nur das ist schneller als das Licht, glaube ich. Wie ist die Grundidee? Die Grundidee ist, dass also soziologisch motiviert, jeder Knoten kommuniziert mit seinen Nachbarn und tauscht die Gerüchte aus und erzeugt sich da seine lokale Sicht. Das ist eigentlich unabhängig von der Overlay-Topologie. Es setzt eigentlich gar keine Anforderungen an das darunterliegende Netzwerk, nur dass es zusammenhängend ist und dass man Nachbarn haben soll. Und was passiert da? Jeder hat einmal seine Sicht auf das Netzwerk. Also das ist die Sicht des Knoten. Also das müssen Sie sich dann immer vorstellen, dass da immer noch Summe und Average und sowas da drin steht zu dem Wert x1, das ist vielleicht der Hopcount und x2 ist vielleicht die Bandbreitennutzung oder so.
So, und das ist einmal die aktuelle Estimation des Knotens X, und ebenso hat auch der Knoten Y seine aktuelle Schätzung, wie das Netzwerk ist. Die tauschen sich beide aus und können diese Informationen zusammenführen. Also Minimum und Minimum kann man berechnen, Maximum, Durchschnitt. Und da können zwei Knoten schon miteinander ihre Werte aggregieren. Also vorher hatten die zwei getrennte Einschätzungen, dann tauschen sie ihre Einschätzungen aus und kommen da zu derselben Sicht. Das heißt, sie kommen dann zu einer gemeinsamen Sicht. Und dann am Ende gibt es den aggregierten Wert Z und Z und Z. So. Das heißt, etwas formaler ausgedrückt. Wie gehen die, und wenn Sie das oft genug wiederholen, ja, also um die Grundidee mal zu zeigen, dann haben sich diese zwei also schon mal auf eine Sicht geeinigt. Und dann wird im nächsten Schritt dieser Knoten vielleicht mit seinem anderen Nachbar kommunizieren und der hier mit dem anderen Nachbarn. Und wenn man das nur oft genug mit verschiedenen Nachbarn wiederholt, kommen alle zu derselben Sicht. Ja. Nehmen Sie mal beispielsweise Maximumberechnung an, ja, egal wie. Sie haben ein Maximum und es gibt noch 100 andere Knoten im Netz. Und wenn Sie mit Ihren Nachbarn kommunizieren, dann kennen Sie schon Ihr Maximum. Und wenn die dann weiter kommunizieren, dann verbreitet sich Ihre Information so langsam im Netz, wenn Sie wirklich das aktuelle Maximum haben. Und nach endlich vielen Runden im Durchschnitt O log N erfährt auch der letzte Knoten über diese verschiedenen Schritte, dass sie das Maximum haben. Und dasselbe mit dem Durchschnitt, das ist halt einfach nur eine andere Operation. Also wie ist da die Grundidee? Jetzt kommt nämlich das, wo man nicht intuitiv drauf kommt, was ein bisschen komisch ist, dass mit Epochen gerechnet wird. Und zwar, was ist jetzt eine Epoche? Und was sind Runden? Runden, also wir haben zwei Arten von Zeiten. Ja, das ist ein bisschen der tricky Anteil dabei. Beginnen wir erstmal mit den Runden. Beginnen wir erstmal mit den Knoten A, B und C. Und die sind jetzt irgendwie miteinander benachbart. Und wir betrachten jetzt nur Runden. Also in einer Runde kann ein Knoten mit einem anderen Knoten kommunizieren. Das ist eine Runde. Also es kann sein, dass in der Runde 1 A sich entscheidet, mit B zu kommunizieren und C sich entscheidet, auch mit B zu kommunizieren. In der nächsten Runde wollen die vielleicht mal so kommunizieren. Aber in jeder Runde hat jeder Knoten einmal die Möglichkeit, einen Nachbarn auszuwählen und mit ihm sich auszutauschen. Das ist die Aktion eines Knotens in der Runde. Das heißt, also pro Runde wählt jeder Knoten einen Nachbarn aus und interagiert mit dem. Was machen die? Auswahl ist probabilistisch, okay. Die schicken sich kleine Nachrichten, in denen eben ihre Einschätzung des Netzwerkszustands drin ist und passen ihre lokale Sicht dementsprechend an. Das heißt, der Knoten Y interagiert jetzt mit dem Knoten X. Die schicken sich beide die Nachrichten zu, verarbeiten, also aggregieren ihre zwei Sichten und haben dann jeweils eine eigene Sicht und eine neue Information, einen neuen Zustand. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert ausgedrückt. Okay. Was sind da die, also hier noch das Beispiel dazu und dann kommen wir gleich zu den Epochen. Hier ist das Beispiel mit 12 Knoten. Das beginnt oben links, oben rechts. Die haben alle verschiedene Werte. Das ist ja, ne, steht jetzt nur für einen Wert. In der Wahrheit hat man ja so einen Vektor. Das ist jetzt vielleicht der Hopcount, der eine hat 78 gemessen, der andere 26, der andere 52. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, aber jedenfalls hat jeder seinen eigenen Wert. Und in jeder Runde wählt sich jeder Knoten einen Kontaktpartner aus und tauscht mit dem seine Sicht aus. Knoten hier mit dem Wert 20 hat sich den dort ausgesucht, hat sich ausgetauscht, den Durchschnitt gebildet. Der 74er hat sich den Knoten ausgesucht. Die haben beide, ja, komme ich gleich dazu, warum das so aussieht, haben beide sich auch ausgetauscht. Der hier, ich weiß nicht, wen er jetzt, also vielleicht die hier, den hier sich ausgesucht hat. Es kann aber auch sein, der hier hat zum Beispiel zwei eingehende Kanten und der hier hat drei eingehende Kanten. Dann wurde er vielleicht von zwei anderen ausgesucht und er selbst hat sich einen ausgesucht. Also es kann auch in jeder Runde solche Konstellationen eben geben. Das Wichtige ist aber, dass es immer nur einen ausgehenden, also
eine ausgehende Kante gibt. Eingehende Kanten kann es mehrere geben. Und für jede diesen Austausch wird komplett einmal die Sicht ausgetauscht und gemerged. Und nach einer Runde sieht es dann vielleicht so aus, also so haben die kommuniziert. In der nächsten Runde würde der 43er sich vielleicht mit dem austauschen, also jetzt ist da nicht eingezeichnet, mit wem sie verbunden sind, aber die suchen sich einfach einen anderen Nachbarn aus und tauschen sich auch aus. Und nach 5 Runden, bei der Durchschnittsberechnung, haben sie schon diese Werte und nach 10 Runden sind sie alle bei dem Wert 47,08, was wirklich den Durchschnitt der Werte beschreibt. Also es geht ganz schnell. Es hat 10 Runden gedauert und alle haben denselben Wert. Jetzt ist die Frage, da muss ich nämlich nochmal zu den... Moment, kommt es? Nee, weil... warum? Achso, ja, also interpoliert ist nicht, weil der Wert eines jeden Knotens berücksichtigt wird. Naja, im gesamten Netzwerk. Ja, es kann, genau, das, aber er selbst sucht sich ja auch welche aus. Also, Sie haben schon recht. Also, was Sie meinen, ist, dass wir keine Garantie haben, wann das wirklich terminiert. Und das ist der Punkt, wo die Epochen einsteigen. Wann beginnt, mit welchem Wert beginnt man die erste Runde und wann ist man fertig mit dem Ganzen? Und, der Punkt kommt hier, ich springe jetzt mal dorthin und dann springe ich wieder zurück, und zwar die Epochen. Die Epoche beschreibt, also wenn wir mit diesem Gossiping agieren, müssen wir mit einem Wert starten. Ja? Und wir dürfen während der Aggregation diesen Wert auch nicht mehr ändern. Das heißt, wenn wir einmal hier der Knoten hier mit der 78 oben, der hat mit der 78 begonnen, hat einmal die Nachrichten ausgetauscht, ist jetzt bei der 65,5. Das ist seine Einschätzung zu dem Netzwerk. Seine private Messung, die initial 78 war, kann aber sein, dass die hier jetzt 77 ist, nach 5 Runden wieder 78. Also er kann ja seinen Wert beibehalten. Das kann ja auch die Bandbreitenbelastung sein oder Anzahl gespeicherter Objekte und so. Das muss sich ja nicht unbedingt ändern. Aber den Wert, den er austauscht, ist immer diese gesamte Einschätzung zu dem gesamten Netzwerk. Das heißt, wir haben eben, jetzt kommt der Begriff Epoche, wir haben einen Epochenstart und zu diesem Zeitpunkt messen alle Knoten ihren aktuellen Wert. Und dann arbeiten sie mit diesem Wert eine Zeit lang, also hier ist die Zeit, T, und es gibt verschiedene Runden. Und wenn ich jetzt hier quasi auf der Y-Achse einzeichnen würde, den Abstand der Werte, also wie schnell konvergiert der Wert, dann sieht es irgendwie so aus. Ja, erstmal sind alle Werte stark unterschiedlich und Runde für Runde nähern sich die Werte an. Es muss nicht bei 0 enden, sondern es kann einfach probabilistisch nur sehr, sehr klein werden. Und irgendwann muss man sagen, so, jetzt aber mal Schluss. Wir haben aber nämlich immer nur mit dem Wert von diesem Zeitpunkt gearbeitet und all die Zwischenwerte ignoriert. Und jetzt wollen wir bei meinem frischen Wert x2 und dann beginnt es wieder mit einer großen Abweichung. Und das ist eben dieses mit den Epochen. Also das heißt, wir haben zu Beginn, wählen wir einen Wert, damit arbeiten wir, bis es eben stark konvergiert ist. So. Und dann sagen wir, die Abweichung ist jetzt klein genug, es hat sich in den letzten so und so vielen Runden nichts mehr geändert. Also starten wir eine neue Epoche und jeder Knoten darf seinen neuen Wert messen. Das sind eben diese Epochen. Also die Epochen gehen von einer Messung zum anderen oder anders ausgedrückt, zum Epochenbeginn misst jeder Knoten neu und mit diesem Wert arbeitet er dann, bis das Ergebnis quasi bestätigt oder fertig ist. Und während die Epochen jetzt aus verschiedenen Runden bestehen, wird während dieser Zeit eben der betrachtete Wert nicht geändert. So. Ja, also das ist irgendwie, können Sie das nachvollziehen? Ja? Ja.
Der lokale Wert ist das, was Sie eigentlich messen wollen. Also jeder Knoten hat ja einen Wert, über den er die Statistik bilden möchte. Nehmen wir mal das Beispiel Bandbreitenverbrauch. Oder, ja genau, also die Auslastung der Upload-Bandbreite. Das ist der Wert XI. Und zum Beginn der Epoche schaue ich mir an, wie ist mein aktueller Upload-Bandbreitenverbrauch? Bei mir jetzt 17 Kilobyte pro Sekunde. Ja, und dann während der Epoche nutze ich diese 17 Kilobyte pro Sekunde, um eben zu berechnen, wie war der gesamte Durchschnitt über alle Knoten zu diesem Zeitpunkt des Epochenbeginns. Aber je länger die Epoche dauert, also Ihr eigentlicher Wert, den Sie ja haben, der ist ja eigentlich theoretisch für Runde ja unterschiedlich. Eigentlich haben Sie ja, wenn Sie den lokalen Bandbreitenverbrauch betrachten würden, zwar zum Epochenbeginn 17,1 gehabt, dann starten Sie vielleicht einen Download, dann geht's hoch, dann geht's auf 0 runter, also Ihr eigentlicher Wert, der schwankt ja. Ja, aber das wird in der Aggregation nicht mehr berücksichtigt. Man verwendet nur den Wert zum Epochenbeginn. Ja? Ja. Genau, also dazu komme ich jetzt, wie eine neue Epoche gestartet wird. Also wann die alte Epoche endet. Also würden wir eine Epoche nicht enden, dann hätten wir den Vorteil, das konvergiert gegen Null, irgendwann haben alle Knoten dieselbe Sicht. Diese Sicht ist aber völlig veraltet. Genau. Weil die eben nur zum Epochenbeginn galt. Das heißt, jetzt muss man den Trade-off finden, die Epoche lang genug zu machen, dass die Werte ausreichend konvergieren, dass die Knoten ungefähr dieselbe Sicht haben auf die Statistiken, also ungefähr gleiche Werte haben, aber nicht zu lang, weil sonst sind die Daten zu veraltet. Okay, jetzt wollen wir also eine Epoche starten. Das kann man über zwei Ansätze machen. Entweder man sagt, es wird zentral entschieden. Das muss gar nicht so unclever sein. Es gibt verschiedene Leader Election Algorithms, dass man einfach sagt, der Knoten, der zuständig ist für die ID so und so, der hinterlegt Informationen, wann es gespeichert werden soll. Oder irgendwie, also man kann das zentralisiert halbwegs auch in der DHT oder sowas machen und der initiiert jetzt eine neue Epoche. Und zwar, also ein Kriterium, eine neue Epoche zu initiieren ist, wenn, springen wir mal zurück zu diesem Beispiel, ne? Hier verfolgen alle Knoten Runde für Runde, wie sich ihre Werte ändern. Und hier werden sie sich nie wieder ändern. Ja? Und dann sehen Sie, wenn sich der Wert für 3 Runden nicht ändert oder für 5 Runden, dann geht man davon aus, dass alle konvergiert sind. Oder wenn der Wert nicht mehr sich ändert, also sich nur noch im Promillebereich oder im Prozentbereich, im einstelligen Prozentbereich ändert, dann sagt man auch, das ist jetzt halbwegs konvergent genug. Also man kann ein Limit festlegen, sagen wir mal 1%, und wenn da die Änderung des Delta nur noch unter 1% ist, dann sagt man, ja, das ist jetzt nah genug dran. Man kann auch 1 Promille wählen, dann wird man präziser. Aber so kann dann jeder Knoten entscheiden, wann die Epoche zu Ende ist. Okay, und dann, wenn jeder Knoten quasi entscheiden kann, dass die Epoche zu Ende ist, entweder gibt es dann halt einen, der das dann anstoßt, oder die können es auch dezentral anstoßen. Die können in der Information eine Versionsnummer mitgeben. Ignorieren Sie jetzt erstmal Measure and Wait. Also die geben einfach eine Versionsnummer mit, zu welcher Epoche ihr Wert jetzt zählt. Und man kann es dann so machen, dass die größte Versionsnummer einfach alle anderen dominiert. Das ist irgendwie wie bei TCP, ne? Also wenn ich jetzt, da kann ich jedem Knoten entscheiden lassen für sich selbst, ich denke jetzt, die Epoche ist zu Ende, ich wähle jetzt eine Versionsnummer, die einen zufällig größeren Wert hat, und dann starten verschiedene Epochen zu verschiedenen Positionen im Netzwerk. Das kann jetzt passieren dann. Ja, also wenn jeder für sich entscheiden kann, ich starte jetzt eine neue Epoche, und wähle jetzt eine zufallsgrößere Versionsnummer. Dann wird es aber dazu kommen, dass wenn sich jetzt diese Epoche hier ausbreitet und sich hier diese Epoche ausbreitet mit unterschiedlichen Versionsnummern, Versionsnummer 2 ist größer als Versionsnummer 1, dann wird Versionsnummer 2 Version 1 verdrängen. Und
Jeder Knoten, der einmal Version 2 kennengelernt hat, wird nichts mehr von Version 1 akzeptieren, sondern vielmehr sein Version 2 Wert auf den 1er übertragen und den quasi schlucken. Und so wird sich irgendwann die Epoche oder dieses Gossiping mit der größten Versionsnummer durchsetzen, bis es dann auch eben zu Ende konvergiert ist und es wieder neu angestoßen wird. Ja? Ja. Messe ich dann quasi meinen Wert neu für diese neue Epoche? Nein, weil man nicht weiß, zu welchem Zeitpunkt V2 begann. Also es kann dann sein, dass das V2 jetzt in diesem Beispiel eben hier begann bei Ihnen, also von den V2-Starter, aber Sie V1 schon gestartet haben hier, also Sie haben einen leicht veralteten Wert. Also das sind dann Messungen zu unterschiedlichen Zeiten, die aber nah beieinander sind. Okay. Und dann sieht es dann so aus, wenn man das mal simuliert, hier mit 1 Million Knoten, alle 5 Sekunden kommunizieren Sie, auf der X-Achse ist die Zeit angegeben, auf der Y-Achse die Messung der Anzahl der Knoten. Also einfach nur ein Wert, der bestimmt werden soll. Und dann sieht es dann eben so aus. Und dann hat ja jeder Knoten seine individuelle Sicht. Wir kommen noch gleich dazu, wie Summen berechnet werden oder Anzahl berechnet wird. Aber jeder Knoten hat seine unterschiedliche Sicht. Und das zeigt, wie stark es auseinander liegt. Also das Rote ist der minimale Wert. Das blaue, der maximale Wert und die Standardabweichung ist da auch eingezeichnet. Und das, was man sieht, immer zum Epochenbeginn haben wir einen hohen Fehler und dann konvergiert das, also der Standardabweichung geht hier runter. Das ist eben, Moment, das ist nicht ganz richtig. Na. So. So müsste es ungefähr sein. Okay. Genau. Und dass dieser rote Kasten gibt jetzt eine Epoche an. Das heißt, im Epochenbeginn ist der Fehler ganz groß. Die haben alle ganz unterschiedliche Werte. Dann konvergiert es. Das sieht man in grün. Die Standardabweichung geht gegen 0. Wenn sie niedrig genug ist, die Werte möglichst nah beieinander sind, dann beginnt wieder eine neue Epoche. Und eben... ich weiß jetzt, warum der Kasten wieder doch kleiner war. Und die Aussage ist, dass quasi der Wert in diesem kleinen Abschnittbereich hier gut ist und in diesem großen Bereich unpräzise. Und dann beginnt wieder ein impräziser Teil, dann wieder ein kurzer präziser, wieder ein langer, also unpräziser und wieder ein kurzer präziser Bereich. Und so sieht das Verhalten allgemein aus, wenn wir eine Summen zum Beispiel berechnen oder Durchschnitte. Also dann muss sich das wieder alles konvergieren. Das Ganze hängt von zwei Hauptwerten ab, Anzahl der Knoten. Über die Anzahl der Knoten wird ja letztlich der Durchmesser des Netzes definiert und über den Durchmesser, wie viele Hops man quasi braucht, um alle Knoten zu erreichen. Und dieses Gossip-basierte heißt Push-Sum. Und das geht dann in die Richtung O log N, Runden, um alle zu erreichen, um einen akzeptierten relativen Error, also die Abweichung zwischen den Knoten, so weit zu minimieren, dass es akzeptabel ist. Und auch das fließt mit hinein, also je kleiner der Fehler sein soll, desto mehr Runden brauche ich auch dafür. Relativ gesehen ist es dennoch recht schnell, also im Durchmesser, davon hängt es ab, das ist ja logarithmisch und der Fehler, mit jedem Austausch wird der Fehler auch halbiert. Ne, weil ich habe zwei Werte und wenn ich sie zusammenführe, dann ist der potenzielle Fehler halbiert, daher fällt es auch logarithmisch. Wir haben ein Punkt fehlt noch, also aber so fürs Grundverständnis ist es also dennoch ganz interessant. Zusammenfassend, bevor wir dann wieder zurückspringen und nochmal einen komplexen Teil dazu betrachten, wenn man jetzt dieses Gossip-basiert hat, also wir haben immer dieses Epochenbasierte, wir messen immer nur zu Beginn der Epoche den Wert und damit arbeiten wir dann im Austausch zwischen einzelnen Knoten und es konvergiert dann langsam und alle Knoten erreichen aber denselben Wert. Also es ist in jedem Graphen anwendbar. Es nimmt keine Anforderungen an Annahmen an die Overlay-Topologie.
Jetzt kommen wir hier zu dem finalen Wert. Das, also alle Knoten werden berücksichtigt, der finale Wert wird erreicht. Aber das ist ja das Problem, wie wählt man die Epochen? Wählt man die zu lang? Sind die Daten präzise, also näher beisammen, alle haben denselben Wert, aber eben veraltet? Oder wählt man weniger Konvergenz, aber dafür frische Daten? Viel Redundanz ist dabei, man kommuniziert mit Leuten, mit denen man schon denselben Wert hat, das kann man eigentlich vermeiden, viel Traffic Overhead, viele Runden, vor allem gegen Ende hin, wenn es schon alles sehr konvergiert ist, kommuniziert die Mehrheit der Knoten unnötig eigentlich. So, dann nutzen wir noch kurz die verbleibende Zeit, um das Detail anzuschauen. Also wie kommunizieren die Knoten jetzt? Ja, ich hoffe, dass das reicht noch, weil ich zeige Ihnen noch mal kurz, was die Übung ist. Das hatte ich jetzt ganz am Anfang bei den wenigen, die schon hier waren, erwähnt. Die Übung wird sein für nächsten Mittwoch. Schauen Sie sich mal an, wie das Sampling, also Uniform Sampling, funktioniert mit 21 Knoten. Hier ist ge gefragt, wie wird durch dieses Netzwerk, wie werden die Daten eingesammelt, welche Knoten werden besucht. Wenn man diese Auswahlverfahren für den nächsten Nachbarn umsetzt, einmal vom Knoten 20 aus gesehen, einmal vom Knoten 0 aus gesehen und das Gossip-basierte Monitoring, rundenbasiert, wenn jetzt die verschiedenen Runden durchgegangen werden und Sie diese und jene Nachbarn auswählen, wie berechnen Sie die verschiedenen Knoten den Durchschnittswert? Ich habe Ihnen jetzt aber noch immer noch nicht erzählt, wie Sie das wirklich machen, deshalb hoffe ich noch, die kurzen paar Minuten dazu nutzen zu können. Wir müssen ja immer noch bestimmen, was steht eigentlich in diesen Nachrichten drin. Wie berechnen Sie jetzt den Durchschnitt und wie berechnen Sie auch die Summe und vielleicht die Anzahl der Knoten, die beteiligt sind? Das sieht so aus. Das sieht so aus, dass es je nach Aggregationsfunktion unterschiedliche Funktionen gibt. Ja. Bei der Durchschnittsbildung ist eine Sache, Summenbildung, Min und Max wollen wir erreichen. Dazu ist das Ganze so aufgebaut. Jeder Knoten TI hat zu dem Zeitpunkt T einen Wert XI, das ist ja die, nehmen wir immer mal einen Wert an, ja. In der Wirklichkeit haben wir ja den Vektor. Und wir verwenden folgende Variablen für die Darstellung dieses einen Wertes. Ja. Nee, anders ausgedrückt. Also wir haben einen Algorithmus definiert, der einmal für Runde 0 definiert ist, also für den Epochenbeginn, und einmal für alle anderen weiterführenden Runden. Und je nachdem, und der arbeitet mit zwei Werten, einmal mit dem Weight und dem Value, also einmal der Wert S und dessen Gewicht W. Und je nachdem, wie man jetzt den Wert S oder das Gewicht W setzt, kann man damit die Durchschnittsberechnung erreichen oder die Summenberechnung oder die Anzahl berechnen. Das ist also der Trick. Und wenn wir jetzt erstmal nur die, also das wird das Spannende sein, wenn wir jetzt, wie wir diese Werte S und W setzen, damit wir quasi durch Durchlaufen dieser verschiedenen Runden die verschiedenen Funktionen abbilden. Was passiert? Also in Runde 0 setzen wir diese Werte. Für die Durchschnittsberechnung gilt das jetzt nur. Setzen wir S auf unseren Wert und das Gewicht auf 1. Und wir schicken uns die Nachricht selbst. Das werden wir gleich sehen, warum. Weil in den nächsten Runden betrachten wir alle vorab in der vorigen Runde erhaltenen Wertepaare und wir summieren die auf. Ja. Unser neuer S-Wert wird jetzt sein, die Summe der vorab erhaltenen S-Werte, die wir bekommen haben, und unser neues W wird sein, die Summe der vorab erhaltenen W-Werte. Nun suchen wir uns einen neuen Knoten aus, der nicht wir selbst sind, und schicken den unseren halben Wert. Also hier wird pro Knoten eine Kante aufgebaut und dem wird der halbe Wert zugeschickt.
Und die andere Hälfte schicken wir uns selbst zu. Und was ist jetzt, damit haben wir W und S verarbeitet. Und jetzt ist die große Frage, was ist jetzt eigentlich aus unserem X geworden? Also das war ja unser Input-Wert eigentlich. Unser Ergebnis ist S durch, was ist das? Ist S durch W. Das ist das Ergebnis von PushSum. Also PushSum beschreibt, wie diese S gebildet werden, das W gebildet wird, aber das Ergebnis ist S durch W. Das ist oft so eine Frage auch in den Prüfungen, was denn S und W ist und was das Ergebnis von PushSum ist. Und wenn wir zum Beispiel die Durchschnittsberechnung haben, dann setzen wir W auf 1, das heißt, unser W wird immer 1 sein, weil wir uns selbst eins, also ein halb schicken, dem anderen schicken wir ein halb. Der hier wird uns auch antworten. Also der hier, wir erwarten eigentlich, dass er uns auch seinen halben Wert schickt. Und wir bilden also immer über wenn jetzt zwei Knoten aufeinandertreffen, A und B, dann hat der hier sein S, der hat sein W, der hat sein S, der hat sein W. Und die schicken sich beide jeweils die Hälfte. Und dann hat er als nach dieser Interaktion für das neue SA ist gleich das alte SA ein halb plus SB ein halb und dasselbe für W und für den anderen auch. Also die haben einfach nur den Durchschnitt gebildet für ihre S und den Durchschnitt gebildet über ihre W. Und je nachdem, wie wir jetzt diese Werte eben setzen, wird eben genau das erreicht, wenn wir genau, wir setzen S und W und das, was uns dieses Protokoll berechnet, ist der Durchschnitt aller S geteilt durch den Durchschnitt aller W. Und wenn wir jetzt S zum Beispiel auf unseren Wert setzen und W auf 1, dann berechnet uns ja das PushSum den Durchschnitt aller S, das ist ja x gewesen, durch 1, also den Durchschnitt aller xi. Wenn wir jetzt aber die Knoten zählen wollen, dann wählen alle als Wert 1 und nur ein einziger Knoten wählt den Wert, das Gewicht 1 und alle anderen 0. Und dann wird diese Funktion berechnet, ne? Das ist ja der Durchschnitt über alle Einsen, das ist der Durchschnitt über alle Nullen und einer hat eine 1 gehabt. Und wenn wir die Summe berechnen wollen, dann setzen wir S und W so. Und durch diese drei Kombinationsmöglichkeiten erreichen wir entweder Durchschnittsberechnung, Count-Berechnung oder Summenberechnung. Und die Berechnung für Min und Max, das ist jetzt nicht explizit angegeben, aber das ist eigentlich trivial, weil da brauchen wir dieses mit dem S und W eigentlich gar nicht. Das kann man ja direkt anwenden. Okay, und da sind wir hier wieder bei den Epochen. Also, abschließend zu Gossip-basierten Monitoring und zu diesem PushSum. Was da wichtig ist, dass wir einmal in diesen Epochen arbeiten, immer zu Beginn der Epoche den Wert nehmen und damit bis zum Epochenende arbeiten, bis eben der Wert über alle Knoten weit genug konvergiert ist. Dann wird es neu gestartet. Und in jeder Epoche gibt es eben diese verschiedenen Runden, wo periodisch das durchgeführt wird. Ganz pauschal genommen, Runde 1, man setzt sich die Werte für S und W. Danach wählt man sich in jeder weiteren Runde einen Knoten aus, interagiert dann so paarweise mit ihm, berechnet sowohl zu den S den Durchschnitt, sowohl als auch zu den W den Durchschnitt. Und je nachdem, wie man S und W wählt, kommt man zu den verschiedenen Aggregationsfunktionen für die Statistik. Okay, da sind wir ein bisschen durchgerauscht, das werde ich morgen nochmal ein bisschen aufgreifen. Und morgen schauen wir uns an, wie baumbasierte Lösungen aussehen können. Dann wünsche ich Ihnen also eigentlich für heute noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen.